wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass man die Liebe fürs Leben, zwei Lieben fürs Leben oder drei Lieben fürs Leben findet? Ein bisschen Eifersucht oder sowas ist am Anfang immer ein bisschen dabei, weil es ist halt was ganz Neues, jemanden noch in dieses Konstrukt mit reinzulassen. Da gab es natürlich auch welche, die damit gar nicht klargekommen sind. Und da bekommt man halt so Sprüche gedrückt wie, willst du keine eigene Beziehung, keine richtige Beziehung. Als es dann um diesen Kinderwunsch ging, ich glaube, da haben wir es uns wirklich zugestanden und gesagt, nee, es ist eigentlich egal, was die Gesellschaft sagt. Ich bin die Nicole, ich bin 35 Jahre alt und ich bin vom Beruf her Vertriebsingenieurin, arbeite gerade aber im Recruiting. Ich bin der Christian, ich bin 33 und ich arbeite als Informatiker. Ich bin der Fabian, ich bin 30 Jahre alt und ich bin Teilzeit Papa und Teilzeit selbstständig. Also wir leben in einer polyamoren Beziehung, das heißt, wir sind alle drei Partner. Wir haben alle gemeinsam eine Beziehung. Sie haben eine Beziehung zueinander, ich habe eine Beziehung zu Christian und zu Fabi. Polyamorie bedeutet viele lieben, übersetzt. Und für uns bedeutet das einfach, dass du dich der Liebe nicht verschränkst. Das heißt, dass du die Kapazität hast, mehrere Menschen zu lieben. Es geht tatsächlich immer um das Romantische und nicht irgendwie um Sexuelle oder so. Normalerweise starten wir in den Tag in der Hoffnung, dass der Kleine noch ein bisschen schläft und wir Zeit haben, das Frühstück vorzubereiten. Und dann gibt es erstmal ein gemeinsames Familienfrühstück. Ja, und dann geht's los. Wir arbeiten alle im Homeoffice, dann geht's an die Schreibtische und einer passt auf den Kleinen auf. Die Vorteile dabei, zu dritt im Alltag zu sein, ist natürlich, dass man viel mehr helfende Hände hat. Also auch wenn mal irgendjemand ausfällt, ja, dann vor allem auch bei der Kindererziehung, wir haben natürlich viel mehr Interessen, die wir ihm vorzeigen können. Und so ein Kind verbindet einen. Es hat uns halt geholfen, auch uns mehr als zusammenhängende Familie zu sehen, weil wir haben halt kein rechtliches Konstrukt, was uns hilft. Wir dürfen nicht heiraten. Nicole habe ich im August 2011 auf einem Festival bei uns in der Stadt kennengelernt. Wir haben uns eigentlich dann den ganzen Abend unterhalten, war auch ja, praktisch Liebe auf den ersten Blick. Zwei Monate, nachdem wir uns kennengelernt haben, sind wir in eine Beziehung gekommen. Da habe ich einfach mal das L-Wort gesagt. Waren einfach von heute auf morgen gefühlt zusammen. Ja. Also wir hatten eigentlich sehr schnell die Optionen besprochen, dass es halt außerhalb der Monogamie noch andere Bedürfnisse geben kann. Und wir haben darüber gesprochen. Und es ging tatsächlich mir darum, dass ich mich immer gefragt habe, naja, wenn Menschen so oft fremdgehen und sich belügen und betrügen, warum ist das so? Warum erzählen sie sich nicht von ihren Bedürfnissen? Wir haben halt eine offene Beziehung gestartet. Wir haben von Anfang an darüber kommuniziert. Also man hat natürlich immer die Ängste in einer offenen Beziehung, dass irgendwie sich der andere verlieben könnte oder dass irgendjemand sozusagen besser passt. Fabi habe ich eigentlich schon vor Christian kennengelernt und dann irgendwie jahrelang aus dem Augen verloren. Also genau ein Jahr lang aus dem Augen verloren. Hat sich viel länger angefühlt und dann haben wir uns wieder gesehen oder dann habe ich die beiden getroffen. Also ich bin mit Christian praktisch Händchen haltend auf die Party, wir waren ja so frisch verliebt. Und ja, witzigerweise habe ich sie dann gleich wiedererkannt, also das Gesicht habe ich mir sofort abgespeichert. Und dann habe ich drei Bier geholt und wir haben eigentlich dann den Abend verbracht. Kommen wir auf eine Party und dann trifft sie ihn und dann sammeln die, als würden die sich schon jahrelang kennen und du denkst dir, oh Moment, was? Ja, und das war ein bisschen komisch für mich am Anfang. Tatsächlich ist es dann auch so passiert, dass Fabi dann nicht nur mein bester Freund wurde, sondern der beste Freund von mir und Christian. Ja, also ob es einfach war, ihn mit in Beziehung aufzunehmen, kann man eigentlich so sagen. Ja, es war schon doch sehr einfach, weil ich kannte ihn schon vorher und waren schon vorher gute Freunde. Und ein bisschen Eifersucht oder sowas ist am Anfang immer ein bisschen dabei, weil es ist halt was ganz Neues, jemanden noch
in dieses Konstrukt mit reinzulassen? Es war halt so, wir waren halt anfangs wirklich nur Freunde und das war dann, waren wir dann halt irgendwie Freunde mit gewissen Vorzügen und wir haben halt, wir haben da nie so feste Zeiten oder sonstigen Plan gehabt, sondern wir haben einfach mal geguckt, was ist gerade los in unserem Leben, wann haben wir mit der Zeit uns zu sehen und wir haben auch einfach, oft waren wir auch nur mal feiern oder haben irgendwas unternommen, auch ohne jetzt das volle Programm zu fahren. Und das war halt eine Freundschaft, eine sehr intensive Freundschaft und das wurde dann immer mehr, ging das erst in Richtung Beziehung, als ich bei den beiden eingezogen bin. Also rückblickend muss man sagen, also ist es wahrscheinlich schon direkt am Anfang aufgefallen, dass wir ihn immer um uns herum haben wollten. Das war irgendwie ganz komisch, aber wir haben ihn eigentlich immer angerufen, wenn wir irgendwas geplant haben, haben wir es meistens nicht mehr zu zweit geplant, sondern haben ihn eigentlich immer angerufen. Als wir uns so ein, zwei Jahre kannten, würde ich mal sagen, lief dann das erste Mal was zwischen uns dreien. Also, genau. Für uns war das mit der Liebe super schwer nachzuvollziehen, wann wir uns wirklich so alle ineinander verliebt haben, weil wir damit halt gar nicht gerechnet haben. Unsere Eltern haben das relativ gut aufgenommen, also sie haben sich so ein bisschen auch schon gedacht, dass da irgendwas komisch ist bei uns, weil wir halt jetzt seit Jahren zusammen gewohnt haben, seit Jahren immer aufeinander gehangen haben. Mhm. Sie haben sich aber viele Sorgen gemacht. Also gerade bei meinen Eltern war das tatsächlich der Fall, dass sie Angst hatten, okay, irgendjemand bleibt auf der Strecke, man streitet sich, Eifersucht. Da konnten wir sie aber relativ gut beruhigen und sagen, ja, okay, erstens, wir kennen uns schon seit Jahren, wir leben seit Jahren zusammen. Und ja, bei monogamen Beziehungen gibt es ja genauso ein Risiko. Wie viele Scheidungen habt ihr schon mit angucken dürfen? Und ja, dann ist ihnen aufgefallen, ja, stimmt, es gibt keine Garantie für die Liebe und gibt es einfach auch nicht. September 2015, 4. September, haben wir beide geheiratet. Ja, warum haben wir geheiratet? Weil wir einfach gemerkt haben, wir funktionieren. Wir wussten, wir lieben uns und wir wollen für immer zusammen sein. Also ich habe mich auf jeden Fall für die beiden gefreut. Ich habe mich auch voll auf die Party gefreut. Polnische Hochzeit, groß am Strand, das war schön. Man war halt die ganze Zeit auf Anspannung, weil man halt die Familie wusste das nicht. Also es war ja damals noch eine offene Beziehung und wir hatten uns halt wirklich alle sehr, sehr gern. Und hat man natürlich so ein bisschen Abstand auch gehalten, dass man einfach aus Sicherheitsgründen, dass halt die Hochzeit einfach perfekt abläuft, dass das eine schöne Party ist. Und das war halt schon ein bisschen so ein Versteckspiel halt auch. Natürlich wünscht man sich, dass es die Möglichkeit gibt, geben würde, dass man jemanden praktisch zu der Ehe hinzufügen kann. Das geht natürlich jetzt in Deutschland nicht, weil das steht ja noch unter Freiheitsstrafe sogar. Also es ist illegal in Deutschland, mit mehr als zwei Menschen zu heiraten. Ich hatte nicht dieses Big Picture, dass ich da mit den beiden so die Beziehung habe und dass eigentlich eine Hochzeit so dritt sein sollte. Das war gar nicht auf dem Tisch. Das war eher so der Gedanke, okay, man sucht eigentlich so noch seine eigene Partnerin. Ja, also es war tatsächlich ganz lange noch Fabis Wunsch eigentlich, sich sozusagen von uns eigentlich zu trennen. Ja, Anfang 2016 ist Fabi dann immer mehr so ein bisschen auf mal hier und da auf ein Date gegangen und ja, Christian und ich haben uns dann unterhalten und haben gemerkt, dass wir richtig Angst hatten, ihn zu verlieren. Ja, da haben wir schon gedacht, so, was passiert, wenn jetzt jemanden findet und die dann, ja, das dann aufbricht. Das war schon ein schmerzhafter Gedanke für uns. Ja, und dann haben Christian und ich es ihm auch direkt gesagt, dass wir uns beide eigentlich so fühlen, dass wir ihn gar nicht verlieren möchten. Als ich gemerkt habe, dass ich Gefühle für zwei Männer habe, war das für mich auch komplett irreal, weil ich halt nicht an der Liebe zum Christian gezweifelt habe. Und deswegen war das für mich halt auch ja, nicht so wirklich nahbar, bis wir dann wirklich alle gemerkt haben, dass ich da nicht alleine bin. Und als ich gemerkt habe, dass wir alle diese Gefühle haben, hat das sich eher real angefühlt. Ja, irgendwann kam der Moment, wo wir dann immer fester zu dritt waren, wo ich dann auch gesagt habe, wenn ich mich jetzt für jemanden von euch entscheiden müsste, könnte ich es gar nicht mehr, weil ich euch beide gleich viel liebe. Und aber eine Option, jemanden zu verlassen, war einfach nicht drin.
man hat immer das Gefühl, man muss den Bedürfnissen von jedem gerecht werden in einer Beziehung. Am Anfang habe ich mir tatsächlich super viel Druck gemacht, dass ich ja, irgendwie genug bin für beide. Und irgendwann haben wir auch selber gemerkt, das funktioniert nicht. Also das funktioniert nicht, wenn man darauf sozusagen einen Plan macht oder einmal du, einmal er sozusagen, in, was halt auch Intimität angeht. Sex gehört natürlich auch zur Beziehung dazu. Das machen wir manchmal zu dritt, manchmal zu zweit, wie wir gerade so Laune haben. Also für mich war die Herausforderung, mich davon zu trennen, was andere über mich denken oder über unsere Beziehung denken, weil ich auch mitbekommen habe, dass viel hinter unserem Rücken natürlich gesprochen wurde, dass ich die beiden ausnutze. Und dann hatten wir noch eine Situation in der Familie, da war es an einem Vatertag gewesen, da hat uns tatsächlich ein Familienmitglied gesagt, wir sollen am Vatertag bitte nicht mit zwei Vätern auftauchen, weil das Bild und man möchte den Kindern ja nicht erklären, wie wir zu dritt Sex haben. Und ja, das hat richtig, richtig verletzt. Das Schöne ist, wir sind alle so Menschen, wir lieben Familie. Und für uns war eigentlich schon immer klar, dass wir mal eine Familie haben wollen mit eigenen Kindern. Also das stand nie zur Debatte. Die Frage war eher nur, wann wir die Familie gründen wollen und wie wir das machen. Als es dann um diesen Kinderwunsch ging, da haben wir es uns wirklich zugestanden und gesagt, nee, es ist eigentlich egal, was die Gesellschaft sagt. Und da habe ich mich zurückgezogen, damit Christian und Fabi zusammen sprechen können. Ja, sie kam mit den tollen Neuigkeiten zu mir, eigentlich nach einem super kurzen Gespräch, dass ihnen das eigentlich egal ist, wer der genetische Vater ist. Also wir haben das schon so geplant, dass wir genau wussten, wer der genetische Vater wird. Einfach aus dem Grund, dass wir gesagt haben, wenn wir den genetischen Vater wissen, dann müssen wir im Nachhinein nicht irgendwelche Vaterschaftstests machen. Und auch wenn das Kind dann irgendwann doch fragt, dann wissen wir das, dann können wir das unserem Kind auch sagen. Also was wir unserem Kind mitgeben möchten, ist vor allem, dass er versteht, dass er von uns allen gleich geliebt wird, egal was die biologischen Gene dazu sagen, dass das gar keine Rolle spielt für uns. Auf jeden Fall möchten wir ihm die Werte geben, dass er genau das machen darf, was er ihn glücklich macht. Also er darf sich selber erfinden, er darf selber seine Identität, egal ob Geschlecht, Sexualität oder Romantik, er darf lieben und leben, wie er möchte. Für die Zukunft, wir sind gerade dabei, so auf der Suche, ein Haus zu kaufen, also uns eine größere Bleibe zu holen. Wir platzen hier aus allen Nähten gerade. Ja. Desto größer das Kind, desto weniger Platz hat man. Und genau, jetzt kommt noch eine weitere Überraschung. Das heißt, wir kriegen ein kleines Geschwisterchen für unseren Sohn. Also den Menschen, die meinen, dass das keine Zukunft hat, unsere Art von Beziehung, kann man eigentlich nur sagen, dass es in dem Sinne ja nie eine Garantie gibt auf Langzeitliebe in jeder Art von Beziehung. Wir wissen ja auch, wie hoch die Scheidungsraten sind. Also es gibt einfach auch keine Garantie auf irgendwelche Beziehungsformen. Man sollte vielleicht aufhören, auch Beziehungen anhand von Zeit zu messen, sondern eher anhand von der Qualität. Und genau daran arbeiten wir zumindest sehr stark. Und ich glaube, jede gesunde monogame und nicht monogame Beziehung ist genauso viel wert. Wie gehst du mit Eifersucht um? Schreib es in die Kommentare. Abonnier auf jeden Fall TrueDoku und schau auch mal bei dem YouTube-Kanal von Auf Klo vorbei.